Vielen Dank. Dankeschön. Dankeschön. Meine Damen und Herren, vor ein paar Wochen hat Anja Karliczek, und ich sage gleich, Anja Karliczek ist keine tschechische Tennisspielerin. Nein, sie ist die Ministerin für Bildung und Forschung und Frau Karliczek hat was Interessantes gesagt, Sie haben es vielleicht mitbekommen. Sie hat gesagt, es müsse nicht jede Milchkanne ans Internet angeschlossen sein. Wir haben viele gesagt, ja warum auch, mein Toaster ist auch nicht WLAN-fähig. Ich persönlich wusste gar nicht, dass man Milchkannen ans Internet anschließen kann. Aber was die Forschungsministerin eben meint, ist, auf dem Land braucht man diesen modernen Schnickschnack überhaupt nicht. Nicht das Land tickt ganz anders. Auf dem Land haben sie ja zum Beispiel noch einen erweiterten Kulturbegriff. Nicht? Ja, da läuft die Sperrmüllabholung unter Veranstaltungen heute. In Finnland, meine Damen und Herren, in Finnland, und das ist wirklich wahr, in Finnland haben sie, also noch in jedem kleinsten Bauerndorf haben sie an der Bushaltestelle ein eigenes WLAN-Netz. Nicht, stellen Sie sich mal vor, nee, ist bei uns ja undenkbar, nicht, denn bei uns gibt es ja auf dem Land gar keine Bushaltestellen. Man muss es einfach mal so sagen, wir sind im Breitbandausbau, den man ja nun mal fürs Internet braucht, nicht, liegen wir also weit zurück, international im europäischen Vergleich, glaube ich, auf Platz 32, ja, Platz 32, hinter uns der Kosovo, aber Malta in Sichtweite und die EU hat nur 28 Länder. Der Digitalpakt, nicht wahr, auch gescheitert. 5 Milliarden Euro sollten die Schulen ja bekommen für Notebooks und schnelles Internet. Und es wäre auch wichtig gewesen, nicht? Denn wir leben ja nun mal im digitalen Zeitalter, aber die Schulen befinden sich immer noch in der Kreidezeit. Bund und Länder konnten sich eben nicht einigen, nicht? Und dann ist im letzten Moment, glaube ich, auch noch irgendein wichtiges Fax hängen geblieben. Ja, das Papier war alle, nicht? Schade. Dabei, das muss ich sagen, meine Damen und Herren, Digitalisierung ist wirklich was Tolles und ich kann Ihnen das auch aus meinem eigenen Erfahrungsbereich, kann ich Ihnen das schildern. Meine Familie zum Beispiel, ja? Meine Familie befindet sich gerade auf dem Weg von der klassischen Familie zur WhatsApp-Gruppe. Es war früher so, war die Familie zusammen, zum Beispiel wenn zusammen gegessen wurde, nicht diese Fesseln haben wir jetzt praktisch abgestreift. Ja, wir sind nicht mehr an den Ort gebunden, sondern nur noch an WLAN. Und das ist super, das ist wirklich super, weil ich kann jetzt meine Kinder fragen, na, wie geht's euch? Und dann bekomme ich in Sekundenschnelle, bekomme ich eine Antwort. Und das ist in aller Regel so ein kleiner gelber Kopf. Den bekomme ich zugeschickt, ja, und manchmal lacht er, manchmal hat er so einen geraden Mund. Und wenn die Mundwinkel hier so ein bisschen nach unten gehen, ja, und er hier so eine kleine Träne hat, dann weiß ich, ich muss Geld überweisen.